Nein, das ist gar nichts. Ich habe den Drum wiedergefunden, die ist in dieser Kiste drin gewesen und zwar leer. Okay. Was der Piepser? Schaffen wir mal hier dran? Nee. Was denn? Wie funktioniert der? Das schmeißt dir Bog Earth hin oder du musst Bog Earth da reinpacken, aber der Piep draus. Wieso ist hier Wasser? Das verstehe ich auch noch nicht ganz. Ich dachte, der stellt die selber her. Die Bog Earth. Bock erstmal zu craften. Musst du schon immer. Bäh. Das ist das dürfte. Nee. Bock erst war das vier Erde und Fertilizer in der Mitte, ne? Also dieser Kram in der Mitte. Möglich. Ja, eins von beiden. Das andere war dann nämlich der Hummus oder Humus oder wie auch immer das aussprechen willst. Direwolf, Hummus. Ich höre es schon so ewig nicht mehr und trotzdem habe ich dieses Hummus noch im Kopf, ne? Also wie Manilium, was er auch ganz gern gesagt hat. Das habe ich nur von dir. Naja, weil ich es auch von ihm habe. Ja, wie wird es dann richtig ausgesprochen? Manilium. Manilium. Manilium klingt aber besser. Ja, das steht da nun mal nicht. Das ist nicht einfach Aussprache, sondern es ist einfach falsch gelesen. Gut, ich meine, das Wort ist blöd. Das kann man ruhig mal falsch lesen, ja. So. Reicht das? Joa, reicht. Genau, eigentlich wollte ich nämlich gesagt haben, dass das andere nämlich vier Sand und vier Erde waren mit einem Appetite in der Mitte, glaube ich. Das dürfte der Humus gewesen sein. Irgendwas war irgendwas. Boah, ich habe so ewig nicht mehr mit Forestry gearbeitet. Hm. Boah. Wann war das letzte Mal? Ja, aber so wie es aussieht, will sich Mycelium im Nether nicht ausbreiten. Das ist schade. Vielleicht ist es ein bisschen zu warm. Nein. Gut, wenn es das nicht ist, weiß ich auch nicht. Dann fange ich jetzt an, meinen Donut zu essen, okay? Mahlzeit. Es ist ja so, ne? Wenn was zu erzählen gibt, sage ich auch noch was, so ist nicht. Naja. Es gibt wirklich nicht mehr so viel zu sagen. Haben wir irgendwas, um die Größe mehr an Blöcken platzieren können? Ich hab nur den Bilder-Swand, ne? So Bilder oder sowas haben wir gar nicht mehr. Bilder? Bildcraft. Achso. Oder irgendwas Vergleichbares haben wir nicht, ne? Glaub nicht. Ach ja. Ich meine, wenn wir eine große Steinplattform oder so haben, ich habe den One Focus Equal Trade, ne? Ja, gut. Aber ansonsten eigentlich auch nichts. Ich will die vielleicht mal auffüllen. Na, so. Ich hab mich jetzt so an die Steuerung von einem gewissen anderen Spiel gewöhnt. Das ist wirklich seltsam. Was denn für ein anderes Spiel? Unturned. Ach, du auch? Ja. Das hatte ich in der letzten Aufnahme. Das war so unglaublich schlimm. Zocken das mittlerweile schon wieder alle, oder wie? Schon wieder? Unturned? Gibt's noch gar nicht so ewig. Das meinte ich auch nicht. Eher so neuer Hype. Jeder muss es zocken. Also, ich mag Unturned. Jo. Es ist wie DayZ, nur gratis und einfach. Gratis? Ja, gratis. Ich dachte, es kostet. Nee. Da wird gleich wieder hellhörig. Ja. Au! Au, hör auf! Ach, ich hab dich getroffen sogar. Ja, andauernd.
Das Problem war das erste Mal wurde das nicht angezeigt. Dieser Dings ist bei mir stehen geblieben. Wie viel Schaden hast du eigentlich gemacht? Ja, gar keinen, aber trotzdem. Okay. Hast mich fast runtergestupst. Ja, das habe ich dann auch. Irgendwann wurde dann angezeigt, dass ich die Teile auch wirklich schieße und dann habe ich natürlich sofort aufgehört. Aber bis dahin habe ich das nicht gesehen. Come one focus portable hole, das ist ja. Aushalten. Geht immer noch nicht. Warum geht das nicht? Haben wir jetzt eigentlich noch Amaranth? Irgendwer da unten ausgemacht hatte. Ne, wir haben nicht genügend. Toll ist einfach, dass der Portable Hole Focus einfach gar nicht mehr so toll ist, in der Tatsache, dass ich hier alles Mögliche kaputt machen könnte. Oder mache ich damit jetzt immer noch irgendwelche Rohre kaputt? Nein, oder wurde das gefixt? Das Ding will immer noch nicht. Wir können es ja testen, wenn wir fertig sind. Eben. Ich will jetzt diesen Baum durchgehen. So. Sammelt ganz viel anderen Kram. Ich will in unser Haus rein. Ach nee, das macht wirklich nur Vanilla-Blöcke weg, okay. Oder eben normale Blöcke weg. Die Glass-Covers setzt zum Beispiel da. Aha. Brown-stained clay fences übrigens auch. Okay. Aber nur die braunen. Ja, natürlich, Ekel und so. So, OneFox hat auch seine Standards. Was hab ich denn sonst alles da? So. Und Focus of Warding, was hat der nochmal gemacht? Alles ganz, ganz fest und unzerstörbar. Ah, cool. So. Ich weiß jetzt nicht auswendig, wie groß das Feld ist, aber. Mycelium. Alter. Arschskelett. Nicht ausfallend werden, ja? Nee, aber ich stehe da rum und werde plötzlich beschossen. Das kann nicht wahr sein. Kann nicht agieren. Aber die Warding-Teile sehen cool aus. Ja. Boah, es muss jetzt irgendwas ganz Wichtiges warden. Die Smeltery. Die Smeltery. Nein! Dann nicht. Das ist doch was Wichtiges, meine Fresse. Das sieht ja toll aus. Wo? Bei Markus hier. Wo ist Markus? Naja. Bei der Beatbox. Ach da. Ich verstehe es immer noch nicht ganz. So, und da jetzt Wasser mitten rein. Ich weiß nicht. Aber ich glaube, da könnte eine größere Farm wirklich nicht schaden. Wie gesagt, ich habe keinen Plan von dem Zeug. Ich habe diese Steine mal ein bisschen gewardet, ne? Ja, toll. Könnt ihr gar nicht sehen. Das sehe ja nur ich, weil ich den Stab in der Hand halte. Ich sehe es auch. Warum? Wenn ich draufschlage. Ah. Stimmt. Ah ja, ich merke nur, ich kann immer noch keine Blöcke abbauen gerade. Hoch? Also ich da. Ja. Die beiden nicht. Nur die ersten vier hier am Rand. Die ersten fünf. Ja. Müssen wir mal eine größere machen. Ach, jetzt weiß ich, warum ich nichts abbauen kann. Das ist das Schwert, was ich in der Hand habe. Das hat Mining Fatigue 3. Damit kann ich nämlich gar nichts abbauen. Okay.
Warum hast du einen Schwert mit einem für Tick 3? Weil das dieser Cleaver ist, der hat das automatisch. Was? Er hat nur zwei, glaube ich. Egal. Den gibt's ja eh nicht mehr, den habe ich ja irgendwo verloren in der Void, glaube ich. So. Nee, du hast ihn mir gegeben. Oder ich habe so. Deinen Cleaver schon vergessen. Ja, du hast den vergessen. Anderen. Ich hab den anderen, okay. Ich hätte zwei. Na dann, ich jetzt weiter. Dann isst du weiter. Müssen da überhaupt so Wasserlöcher rein? Ich meine, das müsste feucht gehalten werden, ja. Mann, geh weg, Fettsack. Das ist ein Dämon, der versteht nur Gewalt. Stimmt. Spring runter, komm. Selbst das bringt nichts. Ich weiß. Leider. Nicht mal runterschmeißen kann ich nicht. So, das sollte jetzt unter Umständen funktionieren. Unter Umständen? Bring ihn doch einfach um. Nee. Ich hab ne Supreme Pizza. Diese will ja Fettsack die nicht haben. Wer gesundheitsbewusst lebt. Nur die besten Transfettsorgen, die gibt's in deiner Pizza nicht. Und hui! Alter! Meine Güte! Nein! Fettsack! Gib mir Fettsack zurück! Ich hab ihn gerade gesammelt, warum greift er mich immer noch an? Weil Markus seiner ist. Ah. Na dann. Stark ist er ja nicht. Boah. Ich weiß, dass du das warst. Was denn? Du hast doch die Witch hergezaubert. Ich hab deinen Dämon. Ich hatte seinen Dämon bis gerade eben noch. Aber ich wollte ihn nicht mehr. Das ist faszinierend. Kann man den Dämon im Autospawner verwenden? Probier's aus. Bin ich gerade bei, wenn ich mal den Aufzug treffen würde. Gott, dieser Lag. Mit meiner Hose ist es auch unglaublich schwer, diesen Aufzug zu treffen. Dann halt die Treppe. Geht dann nur in einen Stock runter. Und dann kann, aber dann kann man in die Ecke laufen, genau. Oder man läuft auf die Schienen, weil man zu dumm ist, die Ecke zu treffen. Oder das. Nebenbei, warum haben wir die Schienen nochmal? Weil Frank sie gerne haben wollte und sich nur sie haben wollte. Genau, was ist eigentlich aus dem passiert? Irgend so ein Projekt mit einem Freund, glaube ich. Und keine Zeit mehr. Hab ich gehört haben sollen. Ich fahre mein Kart. Bis dahin, weil da wieder alles abgebrochen ist. Gott, wie sollen wir jetzt 1000 Piet herkriegen? Ist doch ewig. Mach halt eine größere Farm. Ja, ich weiß nicht, wie es geht. Mach doch du. Einfach mehr Raum auslegen, glaube ich. Nee, die geht muss, nicht. Die muss speziell sein. Ich habe von der Ewigkeit mir das Direwolf-LP dazu, also die Direwolf-Erklärung dazu angeguckt und bemerkt. Ach du meine Fresse, ich hasse Firefox, genau. Forest Lizard seitdem. Und das war so etwa die Zeit, als ich sie nicht mehr verwendet habe. Okay. Ich habe aufgehört, Forest Lizard zu verwenden in der Zeit, als die Übergangsphase war zwischen den beiden, wo die neuen drin waren, aber man die alten noch nehmen konnte. Ich habe nur noch mit den alten gearbeitet. Weil es auch besser war. Und wie das besser war.
Hier, du hast einen Farmer und ein anderes Teil. Den Rest macht er von selbst, du musst ihn nur befüllen. Hier, jetzt hast du diese Riesenstruktur, die viel mehr kostet, die alles kann, aber scheiße ist. Ja. Ja. Und so gut habe ich doch gerade glatt meinen Donut aufgegessen. Boah. Tragisch. Was ist? Tragisch. Mhm. So, Amaranth-Quest. Zur Hälfte fertig. Na, immerhin. Ja, wie kriegen wir Pete? Wir nehmen nicht noch irgendwie Pete oder so? Ein Pete haben wir. Warum haben wir einen Pete? Weiß ich nicht. Pete Propolis gibt's. Also. Ja, das geht nicht. Das geht bloß zu Liquid Pete. Ah. Das kann man nicht gebrauchen, glaube ich. Was hat Torf mit Biologie zu tun? Hm. Na klar, im Moor findet man Sachen, aber dann untersuche ich die Sachen im Moor, nicht das Moor selbst. Hat er wieder aggressiv? Nein, überhaupt nicht. Ich bin vollkommen ausgeglichen und Herr meiner Sinne. Genau. Ja. Hm. Puff. Diesmal war's nicht ich. Hey! Warum tötet dieses Ultra Fire Bad Vieh meinen Dämon? Weil der Magier es befiehlt. Aha, mein Dämon hat überlebt. Mit einem halben Herzen. Echt? Ja. Es ist egal, wo die herkamen, gibt's noch mehr. Ah, jetzt ist sofort gestorben. Du Noob. Jetzt hat's mich angegriffen. Ich hab so Angst. Oh. One Focus, nine Health. Jo. Das kann echt mies werden, wenn du keine Rüstung hast. Ja, die töten sich von selbst bei mir. Weil ich so Angst drauf hab. Ja. Die töten sich sowieso von selbst, spätestens wenn sie explodieren. Eben. Komm, machen wir irgendwas konventionelleres. Ja. Kidnapping. Ich vielleicht noch irgendwas. Nee, dann sterbe ich sofort bei dir. Weil du hast nur OP-Sachen dabei. Ich habe Sachen, die bei deinem momentanen Status ziemlich harmlos sind, also. Naja. Simon, warte. Was denn? Hey. Ach, du hast die Feuerresistenz, oder? Ja. No. Oh. Oh. Ich will dich craften. Es. Ta. Langweilig. Hoch! Ups, das zählt ja. Ich hab gerade den Stab mit meinem Eisschuss ausgerüstet und damit auf Markus geschossen. Hat dann was tiefer gezielt und hab dann den Buch getroffen und hab das jetzt gerade zu den Zombie-Normicon verwandelt. Okay. Kommt natürlich so ein Bling. Was? Oh, Zombie-Normicon. Yay. Schön. Vor allem, weil dieses Eis einfach nicht funktioniert. Solange das nicht direkt auf Eis schießt. Also das titscht auch so ganz komisch weg immer. Das sieht ganz woanders hin als da, wo man es hinschießt. Ja. Ich will fangen. Was macht dieser Primal One Focus eigentlich genau? Boom. Ja, Explosion.
Ganz viel Boom. Er macht viele bunte Farben. Ja, und die Dinger fliegen im Kreis. Und hageln runter. Ach, da oben? Ja. Die sehe ich jetzt erst. Aber die sind hübsch. Wow. Sind trotzdem hübsch. Nicht zu viele, die brauchen ziemlich viel Dickleim. Okay, reicht schon. Ich muss aber schon zugeben, die sehen cool aus. Jo. Sie sehen echt cool aus. Markus, da ist noch einer. Der geht gerade hier was weiter rechts runter. Da. Oh. Oder hier nochmal, da. Die fliegen jetzt unten. Über dir, hinter dir. Krass. Hat keinen richtigen kämpferischen Wert, aber es ist interessant. Und natürlich... Tok. Wow. Das schaut cool aus. Das schaut aus, als würde es aus deinem Mund kommen, wenn du nach oben schießt. Ich, nein, mein... Es geht mir nicht. Wie so Leute, aus denen plötzlich Dämonen rauskommen oder so. Bei mir ist das so. Ne, Simon, wenn du kurz herkommst. Ja, Moment, bin gleich da. Kannst du dir meine 1A Bühnenshow auch mal ansehen? Ja, du, bei dir kommt mal wieder Scheiße aus dem Mund, wie immer. Ja. Aber hier so. Ich kann's nicht mehr kontrollieren. Nein, nein, nein. Ja. Nein, ich wollte euch gerade eine Sekunde angreifen. Genau dann ist mein Zauberstab leer. Alter. Oh. Der ist hübsch. Eigentlich nicht. Way of Time Ice Demon. Oh. Und Black. Ja, ich kann den nämlich nicht angreifen. Ich glaube, ich bin gleich tot. Server Crash! Die Zeit steht still. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass wir gleich alle tot sind. Weil mein Wand nämlich doch noch lief und ich damit Markus runtergeschubst habe oder so. Retime out. Yay. So, das war's für heute. Gonsule. So. End of stream und so weiter. Das ist mit dem Pete, könnt ihr schon noch down. Ich glaube, das schaffen wir halt nicht mehr. Doch. Ich will das. Ich habe gedacht, theoretisch sind wir schon fertig. Jetzt müssen wir nur noch auf dieses blöde Pete warten. Und auf das Amarant. Das finde ich doof. Ja. Gut, ich starte dann mal den Server neu. Ach, ich habe gedacht, das ist schon gemacht. Nimmst du eigentlich gerade noch auf oder hast du pausiert? Ich pausiere jetzt.